Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen, eine neue Folge Ark auf der Map Tiamat. Ich bin wieder unterwegs und schön, dass du wieder zuschaust und einschaltest. Ich hoffe, ja, es gefällt dir, was ich hier fabriziere. Wie gesagt, die Map, was heißt wie gesagt, aber wer die anderen Folgen gesehen hat oder sich mit der Map beschäftigt hat, die ist noch im Alpha-Stadion, ist noch lange nicht vollständig. Und es mag manches geben, was hier noch nicht so ganz passt, aber sie sieht auf jeden Fall cool aus. Die Map hat rund 50% Wasser und 50% Land. Ich bin natürlich am Anfang erstmal an Land unterwegs. Wasser ist noch nicht so ganz das, wo ich mich hintraue. Und ja, ihr seht eigentlich, hier hat sich nichts verändert, zumindest nicht das, was ihr gesehen habt. Es hat sich was verändert, aber das habt ihr nicht gesehen. Hier habe ich das zweite Beet bepflanzt und du bist schon eine Jungpflanze geworden. Ich habe noch ein bisschen an den INI-Einstellungen gebastelt, dass die ein bisschen schneller wachsen sollten, hoffe ich. Weil ich spiele im Singleplayer, ich spiele nicht auf einem Server. Das heißt, wenn ich den Rechner ausmache, das Spiel ausmache, dann läuft es auch nicht weiter. Deswegen ist es hilfreich, das im Singleplayer ein bisschen hochzusetzen. Und hier ist eine Upgrade Station. Das ist eine Mod, die ich irgendwann mal gefunden habe, die ich total cool finde. Da kann man Sachen reintun. Und dann kann man ein Upgrade versuchen dieser Sachen. Und ihr seht es hier unten, ich habe das mal für meine Armbrust schon mal gemacht. Die wird dann geupgradet und hat jetzt Waffenschaden 321%. Also ich habe sie zweimal geupgradet, hat eine bessere Haltbarkeit, das ist richtig cool. Können wir gucken, ob wir das für dieses Ding hier auch noch machen. Attempt Upgrade. 5 more Holz needed und Leder. Ich hier Holz, weder Holz noch Leder. Wartet mal, dann holen wir uns mal Holz und Leder. Das machen wir mal kurz. Das war das Falsche. Leder und Holz. So. Und ja, man kriegt einfach Sachen, also kann halt seine eigenen Sachen upgraden und ist nicht darauf angewiesen, irgendwann vielleicht mal was Schönes zu finden. Guck mal, die hat jetzt 133% und eine bessere Haltbarkeit. Nochmal upgraden geht nicht. Man braucht dann halt entsprechend auch mehr Zeug. Hätte ich jetzt, aber ist erstmal so okay. So, da läuft ein Fiumin herum. Was ich jetzt machen möchte, ihr seht das vielleicht schon, ich habe ein bisschen Betäubungspfeile, ich habe Narkosemittel noch mitgenommen und habe Bären dabei, die ziehe ich mal da raus. Guten Tag. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Da, wo ist diesen ein... Irgendwo hier kam ich schon mal hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert. Da, wo ist diesen ein... Ja. Jetzt ist gerade ein bisschen... Von da, wo es den einen... die einen Loot-Drop gab, habe ich nämlich... nicht nur einmal diesen Direwolf gesehen, den habe ich übrigens dann nochmal da ein Stück weiter da drüben gesehen, sondern von da habe ich auch zwei Stegos gesehen. Waren zwar relativ niedriges Level, einer Level 10, einer Level 20 und ab und zu gibt es hier Spinnen, da muss man ein bisschen aufpassen. Habe ich festgestellt. Das ist von da drüben. Aber ich glaube, das wäre so erstmal ganz nett, sich vielleicht den Level 20 zu zählen. Ist zwar natürlich wirklich Low-Level, aber besser als gar nichts. Ich will erstmal hoch und von oben gucken, bevor ich unten lang gehe. Und das ist jetzt quasi, das will ich mir jetzt auf die Fahnen schreiben. Versuchen, den zu zähmen. Gucken wir mal, ob man hier, da drüben ist wieder so ein Supply Crate, ob die noch da sind und ob ich davon einen kriege. Nicht hoch. Hallo. Guck mal, da hinten. Stego Level 10 und da gibt es ein Stego Level 20. Und hier unten hatte ich eine Spinne gesehen, beziehungsweise auch erlegt letzte Mal. Und
Zumindest aktuell sehe ich hier keinen Direwolf. Der könnte mir nämlich einen Strich durch die Rechnung machen. So, dann müssen wir uns mal einen anderen Spot suchen, wo wir die angreifen können, ohne dass die uns darunter dunksen. Da ist der eine, da ist der. Der ist ja völlig rot. Habe ich von der Ferne gar nicht gesehen, dass der so rot ist. Da hinten ist noch was. Fiumia. Also die sind viele und sonst gibt es relativ wenig anderes hier. Komme ich hier hoch? Nee, wa? Zum Teil eben diese wirklich heftigen Gräben. Und es scheint so eine Art Halbinsel zu sein hier oder so. Mal gucken. Ich würde gern hier hochkommen, aber das komme ich anscheinend nicht. Aber vielleicht geht es ja auch so. Gucken, ob ich den von hier angeschossen bekomme. Und mal gucken, ob ich das, was ich hier habe, reicht. Die Armbrust sollte ja ordentlich Schaden machen. Das war nix. Ich habe auch nicht gesehen. Ja, das war einmal. Ich glaube nicht, dass der hier hochkommt. Wenn doch, habe ich ein Problem. Dann können wir das Ding nehmen hier. Torpor. Da liegt er schon. Okay. Das war's schon. Das ging ja schnell. Ja. Die Armbrust ist definitiv sehr cool. das muss man auf jeden Fall sagen. Gleich mal einen Bogen spannen. Und solange hier nichts ankommt, wird es, glaube ich, auch ein relativ entspanntes Zähmen. Genau, Food. Ich habe ein bisschen das Taming auch hochgestellt. Da muss ich mal gucken, dass ich, wie ich das, ob ich vielleicht noch ein bisschen. Vorsichtig. Noch ein bisschen optimiere oder dann noch mache, weil ich natürlich im Singleplayer hier nicht stundenlang mit dem Taming von irgendwas verbringen will. Und in Level 20, da grummelt er. Nahrung, naja, das dauert. Ich habe Bären, das sollte eigentlich reichen. Mehr als Bären haben wir erstmal nicht. Und ich kann, glaube ich, auch schon einen Stegosattel lernen, oder? Stegosattel, ja. Fasern, Holz, Leder. Wir könnten so lange gucken, dass wir den anderen Stego vielleicht erledigen. Das müsste auf jeden Fall Leder geben. Bewusstlos reicht. Ich weiß halt, ich habe keine, kann er überhaupt nicht einschätzen und bin auch völlig raus, wie viel Nahrung der braucht. Kämpft der gerade gegen irgendwas? Nee. Nö. Also das ging jetzt echt viel schneller als gedacht. Hätte gedacht, dass es ein bisschen länger dauert. Aber der hat ja, ist ja dann schon geflohen relativ schnell. Nahrung. Wie warten wir noch ein bisschen? Ich guck mal, dass ich den anderen da erledigt kriege. Idealerweise auch von irgendwo oben. Wobei der hier oben drauf ist. Oder einfach so. Das war daneben. Der steht direkt vor mir. Müssen wir jetzt hin? Erledigt. So. Pfeile wieder einsammeln.
Filet und jede. Ledermenge Leder. Und Filet. Sehr schön. Das Filet ist sehr cool. Das müssten wir fast braten. Ich habe noch nichts. Ich habe auch noch keinen Kühlschrank und also Kühlbox und nichts. Aber ja, das wird leider verderben, fürchte ich. Kriege ich schnell ein Lagerfeuer hin? Gucken, Herstellung, Lagerfeuer, dass wir wenigstens ein bisschen von dem Filet erhalten. Na, bin ich überladen? Feuer anzünden. So, nicht zu überladen, weil das Zeug so schwer ist hier. So, gucken wir mal. Dann den Stegosattel. Was braucht man dafür? Fasern. Holz, Leder, Fasern. Reicht das? Nee. Noch ein paar. Die ganzen Beeren können wir hier, glaube ich, rausschmeißen. Außer die, die nehmen wir mit. So. Dümp, dümp, dümp. Reicht das jetzt? Nein, immer noch nicht. Die Fasern. Jetzt. So. Können wir uns den Stego-Sattel machen. Dann können wir gleich standesgemäß auf einem Stego nach Hause reiten. Naja, gleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Mal gucken, wie lange das dauert. Da, Level Up verfügbar. Wunderbar. Mal 4 haben wir schon. Das hält jetzt auf jeden Fall deutlich länger. Ich habe immer noch Gewichtsprobleme, ey. Das ist unglaublich. Level 33, wenn ihr es gerade gesehen habt. Das ist schon ganz schön ordentlich. Wollen wir schon was reinpacken? Ja, gucken wir einfach mal. Das wird zwar noch nicht reichen. Na, nee, der kriegt nur vielleicht 40%, 50 maximal, glaube ich. Oder? Doch? Ja. Aber reichen wird es noch nicht, denke ich. Oder? Der Lamp! Es hat gereicht. Okay, so. Dann kann ich mich noch erinnern, man muss den immer erstmal auf neutral stellen, dass der nicht einfach anfängt irgendwas anzugreifen und dann Folgen deaktivieren. So. Und dann den Sattel ausrüsten. Dann können wir noch ein paar Sachen dem geben, dann bin ich nicht ganz so schwer. Ich habe Stego. Und zwar einen ziemlich bunten Stego. Stego sind langsam, das kennen wir. Aber was ist denn das für ein Zeichen da oben? Was war denn das? H? Hardened. Okay. Stego sind langsam, selbst im Sprint. Aber auf jeden Fall sollte das Bärenernten jetzt deutlich einfacher gehen. Und ich habe mein erstes Tier gezähmt. So, Feuer löschen. Düm, düm, düm. Nee. Hä? Das ist doch ein Campfire, ist doch ein S+. Das müsste ich doch eigentlich aufheben können. Kann ich anscheinend nicht. Machen wir es so. So. Der Stego kann jetzt nämlich... Okay, wenn was in der Nähe ist. Holz und Stroh kriege ich nur. Ich liebe Holz und Stroh. Okay. Dich müssen wir auch vom Gewicht her leveln. Genau. So. Ja, ja, ist ja gut. So, und dann gehen wir jetzt erstmal zurück nach Hause. Und jetzt krass, ist eine Viertelstunde um und ich habe ein Stego gezähmt. Oh, du bist doch völlig überladen hier. Müssen wir erstmal nach Hause watscheln. Und dann,
Ich dachte, mit dem kann man mit dem keine Beeren ernten? Erntet der nur Holz und Stroh? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Wundert mich ein bisschen. Aber okay. Wenn das so ist, ist das so. Ich dachte, ich kann da mit dem schön Beeren farmen hier. Oh, Ausdauer hat er gar keiner. Ne, ich kann noch mal gucken. Level ist 30. Also 10 Level dazu bekommen. Ist, sagen wir mal so, klar, ist wirklich nicht recht levelig. Und auf Dauer wird es nichts mit dem. Was ist denn das hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Shop? Hallöchen, Sorero? Ein Shop? Oh, guck mal, hier kann man so Flossen kaufen und Elementsplitter. Ich habe nur 0 davon. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege. X. Ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegt. Aber interessant. Muss ich mir merken. Ja gut. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier erstmal nach Hause. Und versuchen nicht hängen zu bleiben zwischen den Bäumen hier. Stegos sind wirklich langsame Tiere. War es das? Nee. Sag jetzt nicht, ich hänge hier zwischen dem Bäumen fest. Halt Quatsch. Den will ich aufleveln. So, machen wir drop, 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 drop. Und sagen Ausdauer. Der 1000 Gesundheit ist natürlich auch nicht viel. Aber ganz ehrlich, besser als gar nichts. Besser als gar nichts, auf jeden Fall. So, ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich muss mich ein bisschen darüber orientieren. Ich gehe immer zu weit hier rüber. Das ist komisch, aber das mache ich jedes Mal. Muss mich ein bisschen darüber orientieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich denke, den Weg nach Hause finde ich jetzt alleine. Danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und freue mich dann aufs nächste Mal. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich dann mache. Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Aber das weiß man ja vorher nie. Jetzt bin ich hier ganz weit drüben. Oh, das ist noch ein bisschen Weg bis zu meiner Basis. Und erstmal hänge ich hier wieder fest. Und gleich bin ich wieder überladen. So. Gewicht nochmal. Gewicht erhöhen. Es ist komisch. Ach so, ja, ich bin ja völlig überladen. So. Wartet mal. Gucken. Teva, Fall folgen, genau. Der ist Level 32, ich bin Level 33, das passt doch wunderbar. Und da vorne ist dann, um die Ecke ist meine Basis. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und seid gespannt, was es dann gibt. Bis dann!